kann gut sein. Getötet. Es gibt auch Frosche, die sind so giftig, die kannst du nicht mal anfassen. Das stimmt, das sind dann mit dem Messer geschubst. Muss ein bisschen die Vergangenheit durchgehen. Das war aber nicht der Frosch. Das hast du aber schon eingesammelt, hat man nicht drüber gefragt. Kannst du ja zweimal aufnehmen. Never seen anything like it. Calorimate is an energy supplement that contains all the proteins, lipids, vitamins, carbohydrates, and minerals needed for a balanced diet. It's a well-balanced food. Because of that, it's just perfect for giving your body the nutrition it needs in combat. Oh yeah. It sounds like a space-age food. Real astronaut food is not very good, but that should taste fine. Yeah. And it'll help balance out all this jungle food I'm eating. It's easy and quick to eat, so it's perfect when you're running late for an important mission in the morning. I've never been late for a mission. Really? Aren't you always keeping people waiting? What? It's easy to keep track of the calories and the nutrition your body needs. Verschoben wurde. Kann gut sein, ja. Naja, always keeping people waiting. Yeah, this is capture waiting. That's why they're all so slim. Right. And any diet where you eat nothing at all is bad for the body. I see. You seem to know a lot about Japan, don't you? So, jetzt geht's los. Yes, I love Japan. Oh, auch nicht. So, was ist mit dem Frosch? I see you've caught a tree frog. Also, fragen wir es jetzt übertrieben. The tree frog is a someday green frog that's found throughout Asia. Eat a tree frog. Ich habe seit 8 Tagen diesen toten Frosch in meiner Tasche. I bet you could scare an enemy good if you tossed one. Ach, du hast ihn getötet, deswegen geht's nicht mehr. But the tree frogs that live in that jungle are a lot bigger than ordinary tree frogs. Yeah. They've got an appetite, huh? You've got a one-track mind, don't you? But seriously, that is one theory. However, there are people who think it's a mutation caused by nuclear testing and waste from the research facility. Das war quasi, du hast gerade die Godzilla-Version von Metal Gear Solid gefangen. Ja. What else is there? Messer gestorben. Like what? Like why a frog would get so big in the first place. Whether it's a temporary phenomenon created by a unique environment, or a permanent mark of evolution, or a product of the toxic waste coming out of the research facility. Also text. If it is the waste that's causing it, then it means humans are interfering with the ecosystem. It really makes you think about the changing relationship. Das ist auch schon so ein Thema, ne? Vom dritten Teil, kann das sein? Oh, fine. Be that way. So. How about it? Okay. You mean, is it edible? Yeah. Well, I guess it's probably okay. Probably. I don't know. The guide doesn't say anything. Pretty useless guide, if you ask me. Well, try one for dinner and you can help improve it. Froschenkel. Ja. Kann man essen. Froschenkel. Froschenkel. Ist das Ding da? Ja. Ja. Sollte ich aber mit Suppressor machen, würde ich mal behaupten. Ja. Sicher, dass es nicht so weit weg ist? Das war doch da drunter. Sicher? Sag ich nö, aber ich hab's. Ja. Oh, der Arme. Übrigens, warte, geh nochmal in die Perspektive. Warte, geh nochmal in die Perspektive. Guck mal links auf dem Pfosten. Wirklich auf dem Brückenpfosten. Ja, da oben. Schieß das mal. Da steht was. Wo ist es? Noch ein Frosch? Was? Der Spielzeugfrosch. Der steht. Ich schieße diesen Apfel hier vom Baum. Alles klar. So löst man die Situation. Ja. Hervorragend. Jetzt habe ich aber gerade keine Lust, mir noch anzuhören, was sie. Ach, was ist denn um. Was? Ointment. 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 Ointment war kein Essen, glaube ich. Nee, aber. Ointment ist keine Salbe. I see you've got yourself a Baltic Hornet. Oh Gott! Du ist weg. Ja, natürlich kann man das essen. Man kann vieles essen. Macht man doch nicht. Hallo, ich war ein Frosch mit einem Messer, tot gepiekst, den werde ich auch essen. Tot gepiekst. So gefoltert. Poke, poke to death. Of course, the hornets aren't going to give up their nest. A burnt ointment will drop along with it. Was ist denn jetzt ein Ointment? A large swarm of hornets will come flying out. So be careful. Ja, aber nicht mehr so. Guck mal, deine Items, was ein Ointment ist. Ja. Boah, wie wir nicht vorankommen und irgendwas machen.
Ja, ach nee, halt Backpack. Sehr viel Zeug. Ointment ist hier nicht. Okay. Du musst da, glaube ich, reingehen. Ich geh da nochmal rein. Ja. So. Das ist ja alles dann aufgelistet. Da unten sind ja die Sachen, die du nicht drin hast. Das sind Backchums. Okay, da ist aber nicht Ointment. Und dann musst du Ointment. Vielleicht ist es ja mehr Food. Ja, genau. Das ist schon so für komplettes Spiel genug. Nee, was war denn jetzt Ointment? Dann geh nochmal zurück. Geh nochmal in den Backpack. Und geh mal rechts gucken. Achso, da sind die Essensdinge auch. Vielleicht ist das dann was man für. Wir bräuchten mal kurz dick.cc und so googeln, was man. Ich glaube, ich weiß, wo man es benutzt. Es ist, glaube ich, wirklich irgendeine Art Salbe und ich glaube, du benutzt es später. Ach so, okay, ja. Es hat mir das Spiel noch nicht gesagt, dass ich das benutzen kann. Let's go. Aber ist die falsche Richtung. Ich weiß. Okay. Also mal gucken. So eine Indiana Jones-Brücke hier, ne? Kommt bestimmt kein Heinz-Schubschrauber. Schrauber? Daddy, der Seint, Mann. Ach so. Geh da hoch! Dreieck. Wusste nicht, dass man runterfallen kann. Ich auch nicht. Jetzt wissen wir es. Okay, wir gehen doch vorsichtig. Oh, wie dreckig du lachst. Wärst doch nur ins Wasser gefallen. Toll. Und vielleicht gegen die Klippe. Und vielleicht auf den Stein oder so. Mal. Da ist ein Pilz. Pilz. Das sollst du ein bisschen aufladen lassen nochmal, oder? Ja. Obwohl, der Typ kann sich irgendwo stehen. Pass auf, ne? Ja. Pass auf, aber mach's weg. Pass auf. Ich muss Pilze aus dem Erdreich treten. Was ist er denn? Hier ist keiner. Nee. Wobei ich das so viel besser finde, als wenn er sich irgendwie jedes Mal 3 Sekunden hinsetzen würde. Ja, zum ja, klar. Messer ziehen muss und zum Sammeln. Schrumm. Da oben ist noch ein Nest. Lass ich jetzt aber, wo es ist. Ich würde es gleich runtergeschossen. Die schmecken so lecker. Da! Da kannst du das Essen im Auge behalten, die wenn der so lang kommt. Geh mal hoch, Dreieck. Nest. Du kannst das Nest wegschießen. Ja. Ich weiß nicht, ob die nah genug sind, aber kannst du versuchen. Kommen sie jetzt? Ja. Boah, Mann, perfekt. Jawoll. Hoffentlich kommen sie. Oh, da war nicht genug für alle. Deine Richtung. Mats, du sollst, glaube ich, die Chance nutzen. Erledige sie. Erledige sie. Ich kann mir nichts einfach in die Richtung drehen. Das ist einfach in Richtung Brücke. Nee. Oh. Wie das aussah. Du kannst dich nicht so umdrehen, wenn du dingst, wenn du schweigst. Wenn du so kriechst, kannst du dich nicht so einfach umdrehen. Nee, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ah, ich glaube, die hören dich. Das war nicht leise. Ja. Ist er jetzt betäubt? Ah, das ist neu. Wenn du sie wirfst, werden sie auch betäubt. Okay, das ist eine gute Neuerung. So, Food ist full. Ja, weil du... Muss reichen. So, jetzt brauchen wir auch keine Bäume mehr treten. Kannst du nochmal nehmen und gucken, ob sie was fallen lassen? Kann man sie eigentlich... Warte mal. Oh Gott, ein bisschen runterwerfen, ne? Ja. Jules! Und der No-Kill-Run war ja relativ schnell vorbei, deswegen... Guck mal, ob der was hat vorher. Ja, klar, natürlich. Wir werden ihm erstmal die Hose ausziehen. Oh Gott, das wird nicht einfach. Wir fallen wahrscheinlich mit da runter. So, warte. Ja, was ist das? Das sagen wir nicht. Sehr schön. So, wenn wir ihn jetzt so nehmen... Ich weiß nicht, ob du sie schieben kannst. Naja, so schiebst du sie ja. Ach so, du meinst so, ja. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Aber du kannst dich halt dann drehen und dann loslassen. Also, wenn du jetzt drehst... Du fällst doch nicht runter. So. Oh nein! Oh. Er ist überlebt! Er lebt noch! Oh, hinter dir! Ich glaube, der Typ ist wieder aufgewacht. Nee, es waren andere, das waren die Wespen, das ist wahrscheinlich Wespenleute, die zurückgekommen sind. Ja, da kommen noch. Ja, ich lasse sie jetzt mal vorbeigehen. Das wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn die dich dabei erwischt hätten. Was machen sie da? Amerikaner! Oh, wir haben ja einen Typ gefunden. Der eine Typ lag noch. Der ist ja tot gewesen. Der ist ja gar nicht. Nee, der war kaum. Dick, kannst du jetzt vielleicht, bevor der sich meldet? Ja, zu spät. Will ich ihn jetzt verkaufen? Keine Ahnung, was dann passiert. Okay, das ist natürlich jetzt mal ganz interessant zu sehen, was dann passiert. Ich wollte gerade die Leichen verschwinden lassen. Waren die gar nicht eigentlich tot? Was? Also der eine ist jetzt tot, der andere war nicht tot. Höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht.
Wir werden es nie erfahren. Er liegt jetzt auf jeden Fall im Fluss. Tot oder lebendig? Die 50, 60 Meter. Da, ich glaube, dass sie geschossen. Mein Gott. Also wir haben ihn nicht umgebracht. Das war erstens der Aufprall und die Steine. Wenn sollen sie die Steine... Das war ja Erde. Die Erde ist auch gar nicht so hart. Erde ist schwer. Das war lose Erde, die da unten war. Da vom Wasser, weich gespült. Wie auf einem Trampolin ist er gelandet. Ja, und es ist fast wieder noch umgekommen. Guck mal, ob ein neues Nest gewachsen ist. Da oben noch eins, aber ich kann jetzt leider nicht gucken. Doch, wenn du zielst. Nee, da war keins mehr. Dass das nur für einen gereicht hat, ist schlecht. Für was? Sind nicht genug Hornissen drin? Ja. Ich würde die angucken gerade dahin, ne? Nee. Hm? Ich will nicht mehr die anderen gucken. Dann guck doch gar nicht mehr, die anderen sind schon wieder weg. Echt? Ja. Dann. Ich wollte die Waffe elegant wieder wegstecken. Oh, sieht dich. Ja. Nice! Wow. Du kannst versuchen, ins nächste Gebiet zu laufen. Da hinten ist. Ja. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das, du kannst jetzt halt nicht mehr mit Rations einfach deine Energie. Ja. Pilz, ich hol dich auf den Rückweg! Ich habe keine Ahnung, ob der Alert dann halt bestehen bleibt in dem Spiel. Aber es wäre ja schön, wenn nicht. Ja. Ja, voll. Scheint so. Okay, das war das Cutscene, also man weiß ja, nicht. Ja, wenn Cutscene kommt, dann ist es. So, jetzt bist du auch endlich in der Facility angekommen, oder? Ja, da war ja was. Hier kommt so ein Bollerwagen voller Pilze, von Nissennestern und tote Schlangen. Oh, so ein Krokodil, das ihm noch am Bein hängt, da, ey. Ist so ein Verkäufer. Ja. What you buying? Some snakes? Press R1. Press all the R's. Ich kann Sokolov von hier sehen. Die Sicherheit ist pretty tight. Es sind Sentries posted around the perimeter. Aber die Kamera ist halt so wichtig, damit das Spiel einfach besser zu steuern wird. Ja. Das war ja auf dem 3DS, war da schon nicht mehr funktional ohne den zweiten. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Erinnert mich gerade ein bisschen an Stalker. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Die es ja nicht gibt, weil ich ja immer undercover. One more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. I need scissors. Is that all? Yes. Überleg mal, wie übel das ist. Du bist da, bist in Russland, arbeitest an so Raketendingern, aber dann wegen deinem Gewissen, weil du nicht mehr an Waffen arbeiten willst, dann fliehst du, wirst von Amerika aufgenommen und dann zwei Jahre später wirst du von Amerika wieder abgegeben an die Russen, von denen du geflohen bist, vorher, die bestimmt nicht so ganz happy sind. Alles passiert. Ja, wie Patrice Sicily und Ubisoft. Ist exakt das Gleiche. Auch absolut vergleichbar. So ist das die Kommunisten oder die atomgeheilten Amerikaner in diesem Fall? Ich mag diese Geräuschkulisse. Was für ein Spatz war das? Was? Ein siamesischer Zwillingsspatz. Der ist sehr hässlich. Du kennst nur hässliche Filme. Es gibt nur hässlich. Die Natur wird ja immer als so wunderbar und romantisch beschrieben. Da geh mal in die Tiefsee, dann hast du alles, kannst du alles hast über... Da keine Natur. Die Vögel sind dann am hässlichsten. Ist ja nur noch abartig. Ja, Tiefsee. Ja. Die Tiefsee. Meine Rede. Eigentlich sind ja auch nur Fische, nur Vögel, die im Wasser fliegen. Die Vögel? Ja. Die Fische der Die Vögel Tiefsee. Des Wassers. Ja. Nee. Das ist sehr, sehr nicht stealthy, Vögel, die Fische machst. Der Tiefsee, sondern Fische, die Vögel der Tiefsee. Oh, Mann! Ich würde sagen, so kann man auch vorgehen. Hast du denn gar nichts gelernt? Vor 5 Minuten. Können wir kurz einen Cut machen, wo man sagt, er würde gerne langsam und vorsichtig vorgehen. Ich wollte nur mal gucken, was passiert. Ja. Ja, natürlich. Was könnte. Oh, Mann! Man kann da nicht rübergehen. Man kann. In der Aktionstaste. Habe ich gerade gedrückt. So, jetzt bin ich unsichtbar. Ja, hat geklappt. Invisibility Cloak Act. Nee, du. Doch, die sehen die aber nicht. Ich hab nicht gesehen. Wenn du gelesen hast. Ich wurde gerade beschossen, deswegen. Du wurdest ja auch beschossen. Nee, die haben aber nicht. Also, das Alert hat ja runtergezählt. Ja.
nur so sagen, das war jetzt ein bisschen Absicht. Also ich dachte, ich probier's mal, total krass. Nee, war wirklich Absicht. Ja, ja, aber deswegen gucke ich dich auch so an. Deswegen zwinkere ich auch mit meinem linken Auge. Nein, ich habe nicht gezwinkert, ich habe... Ich habe gezwinkert. Mäßigen. Achso, du hast gezwinkert. Wer zwinkert? Ich habe aufgefordert, dich zu mäßigen. Ich bin nicht hier. Wissen, dass du da bist. Nein, ich bin nicht hier. Also du kannst immer sehen, wenn der Alert... Es ist 99,99. Ja, und ich werde beschossen. Ja, deswegen wissen wir, wo du bist. Aha. Ja, komm, er schießt mich. Man kann jetzt auch ins andere Gebiet gehen, nochmal reingehen. Ja. Ja. Ich dachte mir schon, weißt du, als du rübergegangen bist, die kommen dir hinterher. Als du rübergegangen bist ins Lager, dachte ich schon, okay, das ist mutig. Aber dann dachte ich mir, du gehst ins Cover und dann rennst die Eisentreppe hoch. Ja, natürlich. Okay, Es bleibt jetzt, ja, aber vielleicht sind sie jetzt da nicht mehr. Die waren schon gar nicht mehr in der Lage. Aber mal gucken, die jetzt noch stehen. Das ist jetzt gerade. Die sind dir gerade hinterher gekommen. Also zumindest bis hier. Aber hier jetzt nicht mehr. Oder? Hinter dir. Ja, wenn wir uns jetzt umbringen lassen, dann fangen wir im Gebiet wieder an, ne? Glaube. Dann lass dich ja mal im anderen Gebiet umbringen. In ja, dem da? In dem ja, Gebiet. Nee, das stimmt ja ärgerlich. Morgen! Weil du hier jetzt auch, wenn du schnell genug bist, könntest vor dir in Deckung laufen. Einfach sofort hier in Deckung gehen. Aber die schießen doch schon. Oh, nee, jetzt aber könntest du, also ich meine, du hast so viel Energie, du könntest auch ruhig versuchen. Also da werden die dich jetzt wahrscheinlich finden. Ja, so war der Berg jetzt auch nicht, Snake. Oh, alles ist nee, das da links hier rein. Aber ich kann die Umgebung gerade mal ein bisschen auskundschaften. Ich weiß nicht gerade, wie viel Energie man hat. Da geht's hier lang. Geh mal hier durch. Und dahinter. Ja, du kannst das, aber du kannst es ja eh nicht. Krieg hier rein. Gerne. Kann man nicht reinkriegen. Doch. Ging aber eben nicht. Morgen. Weiß ich selber von jetzt. Ja. Oder oben liegt ja was. Ich meine, du könntest jetzt einfach ausschalten, die zur Tür kommen, weil da kommen ja keine Reinforcements. Was macht der denn da? Achso. Das ja, wie er ausweicht. Da war ich nur geguckt. Guck. So spielt man Metal Gear Solid 3. Ey, eigentlich habe ich auch keine Lust, jetzt da so reinzukommen. Ich würde da, glaube ich, eher fast nochmal... Nee, komm. Du, das war deine Idee, bade sie aus. Das war überhaupt keine Idee. Bade sie aus. Deal with your consequences. So machst du, das machst du im Privaten auch immer. Du machst was und dann laufst du von den Konsequenzen weg. Es geht so nicht. Ich möchte die Diskussion nicht weiterführen. Ja, siehst du? Drehst du mir den Rücken zu, wenn es ernst wird? Okay, jetzt rein? Ja. Nee, das war jetzt noch. Ah ja. Evased, oder? Nee. Major, I'm in front of Sokolov's cell. Irgendjemand hat da einen Schlüssel. Hold on, Snake. What's the current condition? Nein, der sagt nur. Condition? Yeah. What phase is it now? Evasion. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when there's all... Oh, you maßregelt wirst. Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. Das ist mein Grund gesucht, ja. No one. In order to break Sokolov... Ey, so wie ich geheimagentenmäßig hier gerade durch bin... So stop scaring. Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. Got it? Na gut. Toll. Dann geh halt raus und mach so platt. Nee, ich kann ja einfach hier warten, hab ich. Also. Naja, dann werden die aber alle wiederbelebt vor der Tür und dann sehen sie nicht, wenn sie hier sind. Also ich erinnere mich, ich hab's auch damals die so. Die stehen dann alle wieder auf, oder was? Wenn die E-Alert vorbei sind. Ja. Nein, aber jemand wird halt da vorbeigehen und sie wieder wachkicken. Ja, aber dann gehen die doch nicht alle hier rein. Ja. Mach wie du denkst. Oder könntest dich hinlegen, dass sie dich vielleicht nicht direkt sehen, wenn sie. Kann auch aufstehen.
Okay, ich dachte, sie sich aber genauso. Ich hab's ja gesagt. So. Du kannst einfach deine kleine Art jetzt nehmen. Mach mal, das finde ich wieder gut. Ja, mach doch. Ach, die muss ich jetzt erstmal ausrüsten. Muss ausrüsten. Okay, stimmt. Also, wenn du möchtest, ich möchte sie nicht zwingen. Das wäre irgendwie ganz aber ich finde, es wäre die einzige. Aber ich kriege die Granate sowieso nicht dahin geschmissen, das kann ich ja jetzt schon sagen. Und die wird nämlich direkt bei ihr in der Kiste zurückkommen. Ja, da wäre es auch ein passendes Ende, finde ich. Oh, ich komme jetzt gerade zu dir. Er kommt gerade zu dir, warte mal. Wenn er dich jetzt nicht sieht. Oh, oh, ah! Granate! Aua! Oh. Jetzt die Granate. Ja. Steht da perfekt. Warte, du weißt gar nicht, wie man die wirft. Ja. Genau so. Aber hat sie alle weggehauen. Oh, immerhin hat er jetzt mal endlich einen richtigen Wurf. Ging das zum zweiten Teil. Das war ja auch rein. Ich glaube, es ist auch je nachdem, wie hart du auf die Taste drückst wieder. Ja, ja. Das ist, weil du fest drückst, glaube ich. Ja, das ist nutzlos. Das ist das nur so ein bisschen. Das ist so, so ein blödes Feature, was sie damals beworben haben. Was? Ja, dieses Tasten, die mehrmals drückt und sowas. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also für solche Sachen, dass du da die Weite wählen kannst, finde ich das ziemlich gut. Beim Interrogaten ist das, finde ich. Ach. Ja, einfach deine Granate wie gegen Lobs, du Geheimer kennt. Oh Gott, der Typ da hinten denkt sich auch nur, what the fuck? Ein Haufen Tor. Oh, jetzt alles geht's weiter. Aber einer schießt halt noch. Ja, aber der. Denkt auch gleich, ah ja, es erscheint, war anscheinend gar keiner da. Alarm weg. Ja. Dein Po ist rot. Ja, das liegt daran. Die haben den hinterhin geschossen. Und deine Seite auch. Ich glaube, da draußen steht einer und versucht die ganze Zeit. Ja. Guck mal, drei. Aus der Perspektive wäre das ein bisschen schwieriger, diese wow. Szene. Ist halt wie in zwei. Aber da kann man sich nochmal eine ganz gute Übersicht verschaffen. Mhm. Ist das ihn? Ich sehe ihn. Wie er vor dir steht, ist der Tim. Ich glaube, du musst den Typen draußen mal erledigen. Das geht schon wieder viel zu lang hier. Aber der erschießt mich dann, das sage ich euch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der ist. Oder oben, kann auch sein, dass einer auf dem Dach ist. Da ist es. Na komm, lass mal erschießen. Hauptsächlich das Sinnvollste. Was? Lass ihn mal erschießen? Aber wir sind so weit gekommen. Sind wir das? Sind wir irgendwo hingekommen? Ja, zumindest bis hierhin. Ja, das ist. Oh! Komm halt alle gucken, ne? Vorher das. Okay. So. Du hast dich nicht erst erschießen lassen. Überhaupt nicht. Haben wir noch nicht vorgehabt. Jetzt noch eine Granate. Es war alles auf jetzt Plan. Genau. Jetzt wir haben schon 6 Granaten investiert. Also ich finde, für die Geheimmission reicht jetzt. Sokolov wird das auch nicht sonderlich Angst einflößen. Gott! Wir haben unseren besten Agenten geschickt. Nein! Yeah! Ich bin der Beste. Holy shit! Ja, ich geb's dir, das war nicht die beste Idee. Ich wollte aber eigentlich nur mal gucken, was passiert. Ja, das hat da keine einfache Möglichkeit, um das dann wieder. Weißt du? Ja. Boah, wie das jetzt echt eine Sekunde war in der. Ja. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Oder geht's eigentlich mit dabei? Ja. You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Das kann nicht komfortabel sein, so ein Monokel übertragen zu müssen. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Hab ich nichts gesagt. Who's they? Colonel Vulcan of Gru.
You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces. Und weit weg. Im Wrestling gibt's jetzt zwei, die malen sich so an. Krat und Oz. Volgen of the Groove. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Gronin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Alle tot, euer Lieben. Exactly. All innocent children. They're not real soldiers, just acting like. Colonel Volgin from capturing me. Also, Volgin. Even if it meant killing me in the process. So it would seem. Das Monokel an seinem Ohr. Ja, das hier Orbit, das tut ja doppelt weh. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Ich hab schon wieder drei Traditionen. Liebe Tomias und. By the way, your Russian is superb. Ha! Where did you learn to speak it? From my mentor. Russian? Also, die reden die ganze Zeit Russisch. America is truly a frightening country. Wir sprechen auch sehr gut Russisch. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Na gut. Na gut. Oh, eine Eule. Der hat echt voll die Gesichtsanimation. Täglich nochmal besser machen. Bessere Gesichtsanimation als in Alien. Animations. Also Animations. Now hurry up and get Sokol off to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. Nein. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? Das war cool. We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just überhaupt nicht wahr, aber jeder oh, sind Geheimagent, wir machen naja, die Wahrheit zu dem, was alle, uns. Alle, die dich gesehen haben, sind ja tot. Deswegen. Selbst Unrecht. Würden das uns ja so rausschleichen. Nachdem da überall Körperteile und Granatenexplosionen und so. Kill me! Oh nein! Geh da raus und sofort weggesniped. Was macht er denn da? Was? Er ängstlich sein. Nee, kämpft. Er macht sich ready. Nee, das ist eine Kampfhaltung. Ja. Komm her, mehr. Ich hasse ihn jetzt schon. Was? Warum? Weil er so auf lustig getrimmt ist. Ich weiß nicht, ob es das Rest des Spiels zu eskortieren. Also ja, immer Huckepack und so. Ich hab da gerade einen Schatten gesehen. Was? Ja, hab ihn gesehen. Wir sind echt der beste Geheimagent. Beste Geheimagent. Und da bin ich jetzt nicht schuld. Das war die Zwischensequenz. Ich
schaffen wir doch. Ja, ein paar Granaten. So, this is the legendary boss. Hihihi, als junger Mann oder was? We meet at last. You, you're from the Ocelot unit of Specimens. What's a Gru soldier doing here? Ich glaube, man freut sich. Yep. Soll das heißen? Soldier? So awesome. Schwenk, zum Schwenk, links, rechts, um. He's the Ocelot Commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Diese Bewegung. Guck in die falsche Richtung. Fuck! Josh Key. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Jetzt kommt schon die beste Szene. Da brauchen wir länger. Warum sind wir nicht so cool? Ach, schießen, aber komm. Ich hab es mit Granaten gemacht. Okay. Könnte auch Zufall gewesen sein. Da haben wir ja Vamp erschossen. Zwei Teil. Stimmt. Jeez. Hast aber nicht richtig getroffen. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Jetzt erschießen. Oh, schade. You're not the boss, are you? Ocelot schreit wie Ocelot, um seine Männer einfach zu... Schade, dass er nicht irgendwie der Butchie ist oder so. Miau! Das ist so geil. What is that stance? Das macht die ganze Einheit irgendwie ein bisschen... Das ist ja gelogen. Nee. Das macht sie besser. Ha, ist ja uncool. Miau, miau. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Kein Getüdel, um deinen potenziellen No-Kill-One nicht kaputt zu machen. Richtig, ganz wichtig. Boah, wie ich weiß, dass das in modernen Spielen alles ein Quick-Time-Event gewesen wäre. Das stimmt. Na, wem fällt dein Ausschnitt? Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart.
You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Bam, haben wir den Arsch aufgerissen. Fucking awesome. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Einigen wir uns auf Unentschieden. Good. So toll, dass er da inkognito unterwegs ist und einfach mal auf seinem Revolver, auf seinem Kanonenhalter einfach mal US draufsteht.